Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Radiant Dawn, hier im dritten Kapitel von Part Nummer 3. Wir haben beim letzten Mal das wunderschöne Gewitter hier geklaut. In unserer Spezial-Sondereinsatzkommando namens Darahan hat es gecarried, kein Problem. Und naja, ich hätte jetzt noch gerne die Erholung hier und eventuell noch das Startunterteil von ihm hier. Aber dann müssen wir halt erstmal hier zu dem Boss kommen. Da arbeiten wir uns halt jetzt so langsam hin. Und den Gegner halt so von beiden Seiten so ein bisschen in die Mangel. So ganz cool. Und ich habe einen Nieser-Sitz. Das heißt, ich werde mich gleich wahrscheinlich zum Niesen bitten. Oder ich rede so lange über diesen Nieser, bis er sich von selbst erledigt. Ist nämlich tatsächlich ziemlich witzig, wenn man über Nieser redet. Und die Tatsache, dass man niesen muss, dass man dann ganz schnell nicht mehr niesen muss. Ziemlich witzig. Oh, witzig. Verdammt. Welch Glück, Gegner. Auftaucht in kleinen Gruppen. Da steht ja wirklich so. Bereit macht euch, Kameraden. Ich glaube, das soll so reden. Können nicht zulassen, dass andere Armee Belohnung erhält. Besiegt Feind. Bringt Ruhm für Lord Seliora. Ich meine, das ist auch eine Art und Weise, effizient zu reden, ne? Hallo? Gut, wenn der vorgestürmt ist. Oder vorgeflogen ist. Sören kommt da, glaube ich, nicht ran, ne? Sonst hätte man nämlich ganz easy sagen können, wir grillen den mit dem Gewitter oder mit dem... Obwohl, wir könnten ihn rein theoretisch mit dem Gewitter killen, aber halt, ne? So kommt nicht ran, um halt Donnermagie auf ihn zu wirken. Kann der Hahn gleich am Boss vorbeifliegen und den Typ mit der Erholung killen? Rein theoretisch müsste das gehen. Da müssen wir halt nur den Boss anders killen. Oh, hi! Von wegen, da kommt keine Unterstützung mehr. Gut, das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Das ist meine Erholung. Gut, ich habe keine Anwendung verloren. Tja, das ist jetzt ein bisschen doof. Na ja, gut, wenn wir sie auf den Busch stellen, sollte das halt nicht so das Ding sein, wenn sie hier hinstellen. Hier ist ihre Ausweichchance ein bisschen höher. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie getroffen wird, fast gleich null. Weil wir es können. Okay, Sören, du schaffst das. Ich glaube an dich. Um die da müssen wir uns noch kümmern. Die können wir nicht einfach rumfliegen lassen. Wir sollten zumindest eine Strategie haben. Verdammt, Mia kommt da nicht ran, aber Mia kann sich den in den Weg stellen. Den können wir auch so angreifen. Der macht nicht so viel Schaden. Vielleicht kann Gatri den auch wegritten. Gatri lässt sich halt aber auch echt Zeit, bis er da ist, ne? Was schien dann das mit der Armbrust eben erledigen?
Da kriege ich ja sogar noch ein Level up für. Yay. Gefällt mir. Das war ein gutes Level up. Ja gut, Oscar, du betest dich an. Stell dich da einfach hin und sei ein Ziel. So rum sollte ich jetzt besser ausweichen, was bei seinen Werten machbar sein sollte. Was hat er denn? Ausweichen 94. Ja, das ist machbar. Ich bin Istvan, General der Armee von Lord Selioras. Du, Anführer von Halbmensch Abschaum, nenn mir Namen! Ich bin Eik von Grails Söldnern. Grails Söldner? Nie davon gehört. Seid nur eine kleine Gruppe, was? Ha! Hätten wir tote Halbmenschen unterlassen, wäre die Belohnung sicher höher. Milord ist nicht zufrieden mit Köpfen von Ganoven. Oh, macht euch keine Gedanken über unsere Köpfe. Ihr habt keine Chance, den Kampf zu gewinnen. Bringt euch in Sicherheit, solange es noch möglich ist. Ha, daneben. Und ihr Waffenlevel ist gestiegen. Ja, hau ab. Ist auch besser so. Au. Mit seinem Sturmschwert. Gut, dass Darahan seine Nichtigkeit ausgerüstet hat. Nichtigkeit entfernt nämlich diese Effektivitätsboni, die ansonsten durch die Donnermagie kommen würden. Habe ich das schon erwähnt? Oh, die Stalax ist kaputt. Nicht fair. Jaha, Start und Teil. Gut, jetzt müssen wir nur noch ihn erledigen. Sollte nicht das Ding sein. Bei so hat es ja nicht ganz gereicht, aber hey. Kein Problem für Ike. Yay. Wartet, das kann nicht sein. Unsere Belohnung. Hat sich erledigt. Der feindliche General ist gefallen. Lass die flüchtenden Soldaten ziehen. Wir ziehen uns zurück. Hey, seid ihr auch schon fertig? Das ging aber schnell. Ja, das war echt einfach. Sie haben sich recht schnell zurückgezogen. Die Soldaten waren alle gut ausgerüstet und gut ausgebildet, aber ihre Generäle waren lausig. Das war unser Glück, denke ich. Die Dinge entwickeln sich nicht ganz soweit ganz gut. Schaffen sie es nicht, einen fähigen Commander zu finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die weiße Fahne schwenken. Der Feind im Süden! Die Zentralarmee rückt an! Was? Tiban, konnte sie nicht aufhalten? Heißt es etwa, er ist tot? Unwahrscheinlich. Ich bezweifle, dass es überhaupt einen Kampf gegeben hat. Dafür hat es die Zentralarmee viel zu schnell bis hierher geschafft. Ach, wir wissen nur eins mit Sicherheit. Der Feind hat jetzt einen Vorteil. Im Norden befinden sich ebenfalls noch Gegner. Dies entwickelt sich zur schlimmsten Katastrophe. Skrimir, wir müssen uns zurückziehen. Wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Vor dem Beok davonlaufen? Niemals! Wir kommen aus Gallia. Wir werden weiterkämpfen. Skrimir, hör mir doch mal zu. Wir müssen uns zurückziehen. Wir werden von der Zentralarmee bedroht. Endlich stehen wir Benions Zentralarmee gegenüber. Darauf habe ich gewartet. Ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern, Skrimir. Also schön, wenn das wirklich nötig ist. Machst du Witze? Du kannst mich nicht besiegen, Ranulf. Und das weißt du auch. Ich lasse weder dich noch unsere Männer einen sinnlosen Tod sterben.
Es ist meine Aufgabe, dich davor zu bewahren, eine solch unfassbare Dummheit zu begehen. Und wenn das heißt, euch Sir eins überzuziehen, um euch aus diesem Kampf herauszuhalten, werde ich genau das tun. Gut, versuch es! Hexe, tu doch etwas! Nein, das müssen sie selbst regeln. Oh, da hat er einen kritischen Treffer hingelegt. Armer Ranulf. Das ist zu viel für ihn. Ranulf! Macht euch keine Sorgen um ihn. Ich habe ihm vielleicht ein paar Knochen gebrochen, doch die heilen schnell. Soldaten, wir ziehen uns zurück. Kehrt ins Basislager zurück. General Skrymir. Wir kehren zurück und formieren uns neu. Er schmerzt mich, aber wir müssen. Verdammt, Ranulf. Er hat mein Bein verletzt. Aber ihr wollt ihn trotzdem tragen? Ruht er sich nicht aus und gesundet nicht, bleiben all seine kleinen Aufgaben an mir hängen. Das fehlte mir gerade noch. Mein Bericht, Sir. Die Allianz de Lagus zieht sich zurück. Unser Feind treibt es also nicht bis zum Äußersten, wenn sich das Schicksal gegen ihn wendet. Ich bin beeindruckt. Er ist flexibel und passt sich in der neuen Situation schnell an. Sollen wir die Verfolgung aufnehmen? Nein. Wir schließen uns mit unseren Verbündeten im Norden zusammen. Ich hörte, dass sie herbe Verluste hinnehmen mussten. General Zelgius, es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. General Leweil von Herzog Gardos nördlichen Truppen, nehme ich an. Obliegt euch hier das Kommando? Nein, nicht mir, er. Den nördlichen Truppen fehlt ein Befehlshaber. Wir haben keinen übergeordneten Commander, der uns in die Schlacht führen führt. Das heißt, dass jede Einheit den Gegner auf gut Dünken angegriffen hat? Das ist richtig. Von anderen Befehlen entgegenzunehmen, unterliegt der Würde der Adligen, nehme ich an. Bedauerlich. In der Tat ja, aber jetzt, da ihr hier eingetroffen seid, General, wird sich die Lage bessern. Ja, das kann man nur hoffen. Und? Stimmen die Gerüchte? Ich hörte, dass die Macht in Venion zwischen der Hohepriesterin und den Senatoren aufgeteilt wurde. Richtig. Sie können sich nicht einigen, wie sie mit der Allianz de Lagus verfahren sollen. Nun ja. Solange es Feinde gibt, die das Imperium bedrohen, sollten wir kämpfen. Das ist unsere Pflicht, nicht wahr? In der Tat. Dann zerbrecht euch nicht euren Kopf über Politik. Überlasst das den Adligen. Wir sollten uns um diesen Krieg kümmern. Tja, das hat uns gerade noch gefehlt. Hohepriesterin Sanaki, Kaiserin von Venion, lehnt einen Krieg mit den Lagus ab und sucht fieberhaft nach einer friedlichen Lösung. Doch verstehen viele von Venions Senatoren diesen Krieg nicht nur als Mittel, ihren Einfluss zu vergrößern. Sie sehen in ihm auch eine günstige Gelegenheit, die Lagus ein für allemal auszulöschen. Diese eifrigen Senatoren arrangieren ein Treffen mit dem Vizeminister Lekain und sprechen sich mit Nachdruck für diesen Krieg aus. Nach der Invasion ihrer Heimat finden sich immer weniger Einwohner Venions, die eine friedvolle Lösung wünschen. Gegen den Willen der Hohepriesterin widmet sich Venions Militär nun ganz und gar dem Krieg gegen die Lagus. Es ist Zelgius ein leichtes, sich den Klauen der Falken und Raben zu entwinden, die ihn und die Zentralarmee aufzuhalten hoffen. Er erreicht die Ebene von Seestol, um dort seine geschwächten Verbündeten zu verstärken. Das plötzliche Auftauchen eines neuen Feindes überrascht die Streitkräfte der Lagus und sie beraten sich mit Ranulf von Gallia. Um ein Aufeinandertreffen mit der Zentralarmee zu vermeiden, ordnet Ranulf den sofortigen Rückzug an. General Zelgius entscheidet sich gegen eine Verfolgung der flüchtenden Armee Gallias. Stattdessen befiehlt er seiner Armee, die Stellung am östlichen Ufer des Riban zu halten. Der Fluss trennt nun die beiden Parteien. Sie können nichts weiter tun, als sich über das Wasser hasserfüllt anzustarren. Kapitel 3: Querung des Flusses. Lager der Allianz de Lagus. Dies könnte das Ende unseres Krieges bedeuten. Die nördliche und die Zentralarmee haben sich zusammengeschlossen.
Eine solche Streitmacht ist einfach zu stark für uns. Können Tiban und Nahisala nicht helfen, wäre es leider eine gute Idee, nach Gaia zurückzukehren und sich neu zu formieren. Skrime zu überzeugen wird keine leichte Aufgabe, aber ich kann unsere Männer nicht in einem aussichtslosen Kampf sterben lassen. Verstanden. Ranulf, das hier ist dein Krieg, also folge ich deinem Befehl. Aber ich muss sagen, dass ein Rückzug nicht einfach wird. Sören zufolge hat sich die Zentralarmee in Bewegung gesetzt und marschiert schon seit ein paar Tagen auf unsere Stellung zu. Letztendlich haben sie wohl doch einen fähigen General aufgetan, was? Sie haben uns beide Wege abgeschnitten. Hey! Hallo Jungs! Es ist schön zu sehen, dass ihr beide euch immer noch so gut versteht. Tiban, ich freue mich, euch unversehrt zu sehen. Aber was ist nur passiert? Haben die Clans der Vögel die Versorgungseinheiten nicht angegriffen? Die Zentralarmee ist hier und marschiert auf unsere Stellung zu. Später reden, jetzt essen. Tut mir leid, aber ich muss etwas in meinem Magen bekommen und mich etwas ausruhen. Wie geht es Tiban? Er ruht sich in dem Zelt dort drüben aus. Ike, hast du ihn hier genau angesehen? Hast du seine Flügel gesehen? Ja, sie waren voller Blut. Er ist nicht verletzt, also ist es von jemand anderem. Mich beschleicht so ein fürchterliches Gefühl. Ein Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Ike, Ranulf! Rayson, ihr seid auch hier? Oh ja, Hochheit, wartet bitte! Ich muss nach Tiban sehen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Wir sind auch besorgt, aber Rayson ist fast krank vor Sorge um ihn. Janov, Ayuga, was geht hier vor sich? Was ist euch da draußen widerfahren? Nahisala und die Raben von Kilvas haben uns hintergangen? Schon wieder? Ich bin so wütend, dass ich fast nicht gerade aussehen kann. Die Raben dienten als Informanten. Sie haben Benion unsere Kampfstrategie verraten. Es war eine Falle. Die Versorgungseinheit, die wir angegriffen, war die Zentralarmee selbst. Die Truppen standen unter dem Befehl Benions berühmtesten Generals, General Celgius. General Celgius? Die Lage wird immer schlimmer. Hast du schon von ihm gehört? Ich machte seine Bekanntschaft während König Ashnards Krieg. Er ist mächtig, erfahren und intelligent, einer der besten Generäle unserer Zeit. Ja, für einen Beorg war er schon recht stark. Tiban hat diesen Celgius angegriffen, gewandelt und der Typ hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Aber plötzlich hat er aufgehört zu kämpfen und gesagt, wir haben euch lang genug aufgehalten. Wenn euch das Leben eures Volkes am Herzen liegt, dann kehrt augenblicklich dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Das hat er gesagt? Also fällte der König eine Entscheidung, flog Tag und Nacht und erreichte Phinikis. Aber es war schon zu spät. Bis auf die Alten, Frauen und Kinder waren alle. Ich habe auch gehört, was geschah. Ich konnte es nicht glauben. Nahisala hat uns erneut hintergangen. Ich kann nicht glauben, dass er ein Teil des Plans zur Auslöschung von Phinikis sein könnte. Hey, wir sind noch nicht ausgelöscht. Tiban. Ich lebe und es geht mir gut. Einige meiner Männer leben ebenfalls noch und Phinikis ist immer noch ein Land. Janav, Ayuga, ihr wisst, was zu tun ist. Natürlich. Jawohl. Benion und Kilvas werden dafür brennen. Das ist also die ganze Geschichte. Entschuldigt die Verspätung, aber jetzt bleiben wir und führen diesen Krieg fort. Sagt mir nicht, dass ihr Kätzchen mit eingekniffenen Schwanz davonlauft. Das werde ich nicht akzeptieren. Natürlich nicht, König Tiban. Ich werde Skrime sofort holen. Eine kleine Verzögerung, aber jetzt, da wir uns mit dem Clan der Falken vereinen, besitzen wir die nötige Kraft. Unser Ziel ist es, den Riban zu überqueren. Der Hauptteil unserer Truppe wird den Fluss durchwaten. Und auf der anderen Seite die Zentralarmee direkt angreifen. Ranulf, sammle deine besten Krieger um dich und führe sie hinter die feindlichen Linien, unbemerkt. Meinst du schaffst das? Kein Problem. Wir greifen ihre Offiziere an und ziehen somit die Aufmerksamkeit der Anführer auf uns. Gut, aber ein Ablenkungsmanöver allein wird uns nicht über den Fluss bringen. Sie haben das Gebiet und Celgius auf ihrer Seite. Ha! Weniger reden, Beorg Winzling! Sagt uns, was wir tun sollen. Wir haben eine Schlacht zu schlagen. Unterbrecht mich nie wieder, Skrimir. All diese Worte sind vielleicht das Einzige, was uns zum Sieg führen können. Wie gesagt, Ranulf und seine Männer sorgen für Verwirrung in ihren hinteren Reihen. Eine Gruppe der Falken bringt Grell Söldner nach Süden, fliegt um das Schlachtfeld herum. Wir überqueren den Fluss und bahnen uns den Weg zum Vorratstrupp, in dem sich auch die Senatoren aufhalten. Ah,
Ah, ich verstehe, was ihr wollt. Ihr zieht die Senatoren mit hinein und rechnet damit, dass sie es vermasseln. Ganz genau. Zelgis ist der führende Commander, aber die Senatoren stehen über ihm. Beim Angriff brechen sie in Panik aus und werden Hilfe beanspruchen. Er ist gezwungen, umzukehren und ihnen die Hilfe zuteil werden zu lassen. Zelgis ist durch und durch Soldat. Er wird sich einem Befehl nicht widersetzen, so irrsinnig er auch sein mag. Geht er, so wird die Frontlinie zusammenbrechen. Dann rückt ihr vor. Tiban und Skrimir bilden die Spitze. Das ist alles. Ist jedem klar, was er zu tun hat? Ich kann Beok-Taktik trotzdem nicht ausstehen. Ich habe es gern, wenn mein Gegner weiß, wer ich bin, bevor ich ihn in den Hals breche. Aber um Feiglinge zu besiegen, muss man sich ihrer Mittel bedienen. Lasst uns gehen! Das hat Skrimir sehr schön gesagt. Wir haben Infogespräche. Ein einziges. Euer Taktiker ist einfach unglaublich. Hat er einen Zauberhut oder sowas, aus dem er all seine verrückten Ideen zieht? Naja, für diese Ideen bezahle ich ihm auch gut genug. Sören sagte, dass diese Mission ohne die Hilfe der Armee von Phoenix nicht gelingen würde. Das Risiko, das ihr auf euch nehmen würdet, wäre sehr hoch, König Tiban. Das wäre nicht das erste Mal. Wir werden alles tun, damit wir diesem Gesindel aus Spinien noch einen Nutz bei Dinge beibringen können. Sören ist sogar auf einige von Skrimes wahnsinnigen Anforderungen eingegangen. Der Kerl hört bei keinem Wort zu, aber wenn Sören über Taktik spricht, spitzt er seine Lauscher. Er beschwert sich zwar bei den Besprechungen, findet Sörens Ausführungen aber dennoch interessant, was? Ja, er beschwert sich, aber ich weiß, dass er sich im Grunde darauf freut zu hören, was der kleine Stratege als nächstes sagen wird. Er sieht fast so aus, als hätte Sören sich in die höchste Person dieser... Es sieht fast so aus, als hätte Sören sich die höchste Position in dieser Armee strategisch erschmeichelt. Es freut mich zu hören. Er hat sich ziemlich verändert, oder? Ah, ich glaube auch. Er sagt immer noch nicht viel, aber er ist jetzt viel gelassener als früher. Er war aber total abgeschottet und stieß alle von sich, die ihm nahe kommen wollten. So, als hätte er sich ganz in seiner kleinen eigenen Welt eingeschlossen. Wir alle verloren und gewannen etwas wie ein König-Aschratz-Krieg. Vielleicht war das Ganze dann ja keine völlige Zeitverschwendung. Glaubst du, wir werden dasselbe über diesen Krieg denken, wenn er vorbei ist? Wer weiß, zuerst müssen wir ihn überleben. Gute Idee. Da hat er nicht ganz unrecht. So, damit der kleine Sören ein bisschen länger am Leben bleibt. Tatsächlich können beide ziemlich gut von diesen zusätzlichen Ausweichen profitieren. Ich meine, der eine Stärkepunkt ist zwar ein bisschen, naja, jetzt nicht ganz so wichtig, aber halt. Das Ausweichen plus 10 ist halt doch schon ziemlich gut. Können wir den erhöhen? Nein. So. Das Blöde ist, es wird halt Ewigkeiten dauern, bis wir einen guten Supportpartner für Daran finden. Was ziemlich schade ist, weil Daran halt ziemlich gut ist. Das Ding ist halt nur, er ist halt so super mobil und wir haben nicht so viele mobile Einheiten, die da hinterherkommen. So, Heather, du kannst deine Schätze erstmal abladen. Meine Güte, das Mädel hat zugeschlagen. Am wichtigsten ist natürlich das Gewitter. Ach, ist es nicht schön. Seht es euch an. Da wird es jetzt eine ganze Weile rumgammeln. So. Natürlich. Das ist ziemlich nervig, wenn du dann halt noch einen Kampf machst, hast du ein Level up und da wird sich wahrscheinlich nichts erhöhen. Nervig. Machen wir es jetzt mal so. Da, immerhin Stärke. Stärke müsste 15, 16 als Maximalwert sein. Und ich glaube, Verteidigung war 20. Ich meine, wie gesagt, ob er das jetzt erreicht, ist zweitrangig, aber halt. Ich glaube, in diesem Kapitel gibt es tatsächlich eine Meisterkrone zum Aufsteigen. Die könnte man ihm tatsächlich geben, weil er schon 3 Maximalwerte hat. Und, naja, mal schauen. Was gibt's hier im Itemshop? Fahre. Aha. Und ein Drakoschild. Hey, ist das Ding sonst wieder weg? Oh nein, die Silberkarte ist weg. Die hat ja lang gehalten. Also den Fanfare-Skin hätte ich schon ganz gut. Den können wir verkaufen, den brauchen wir nicht. Und den Drakoschild hätte ich auch sehr gerne. Gut ist, wir haben ziemlich viel Stuff, den wir nicht brauchen.
Ah, die Waffen hier sind alle schon ziemlich abgeranzt, ne? So. Einmal das da. Und einmal das da. Wenn es Skills zu kaufen gibt, bin ich doch dabei. Auch wenn Fahrer ist auch leider eigentlich gar nicht so gut. Damit greifen wir halt nur mit ein bisschen Schwäche an. Was zum Vorschwächen ziemlich gut ist, das war's halt aber auch schon. Ich gebe das mal Gatri. Und Gatri haut ja sowieso ziemlich rein. Ich meine, wenn man gewollt hätte, hätte man Iliana noch Elite geben können. Mikayas Crew hat ja zwei davon. Und hätte das noch hier so rüberschmuggeln können auf die Art und Weise. Iliana ist tatsächlich der einzige Charakter, der halt auf den Part wechselt. So schnell. Oder so früh, beziehungsweise von Mikayas Seite so früh rüber wechselt. Du hast ja deine Nichtigkeit drauf. So, ich glaube, bei Ike macht im Waffen noch mehr Sinn. Ich glaube, das ist nämlich Fähigkeit im Prozent oder Fähigkeit geteilt durch 2 im Prozent. Irgendwie sowas ist das. Und Ike hat ziemlich viel davon. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das triggert, eigentlich gar nicht mal. Also es ist dann eigentlich gar nicht mal so gering. So, wenn Soren jetzt mal auf die Fresse kriegen sollte, Soren verlässt sich ja sehr darauf, nicht getroffen zu werden. Wenn er dann mal auf die Fresse kriegt, kann er dann gleich mit Ingrim loshauen. Wir können ihm sogar Vorteil Ingrim geben. Also, im Best-Case-Szenario wird Soren einmal getroffen. Also, es ist ein absolutes Best-Case-Szenario, ne? Im Best-Case-Szenario wird Soren getroffen, der nächste Gegner greift an. Vorteil aktiviert sich, Ingrim aktiviert sich und der nukt den Gegner halt einfach ins Verderben. Und am besten ist es natürlich, wenn sich Adept noch mit aktiviert und er halt gleich zweimal hintereinander mit Ingrim angreifen kann. Das überlebt keiner. Dass sich das in der Kombination aktiviert, ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, was wir so geben können. Vorteil aktiviert sich leider nicht mehr immer, wenn der Gegner angreift, wie das halt in Path of Radiance war. Da hat sich Vorteil ja immer getriggert. Hier jetzt ist, glaube ich, auch noch so einer gewissen Prozentchance. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie hoch die war. Sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Also schlecht. Geben wir das Aya? Aya hat 9. Rein theoretisch würde ich das Soren lieber geben, glaube ich. Oder geben wir das Aya? Ich glaube, wir geben das Aya. Dann hat sie immer eine 11 Verteidigung. Das ist ein bisschen besser als 9. By the way, 11 ist besser als 9. Sollte eigentlich klar sein, aber halt. Soren verlässt sich halt sehr darauf, dass er ausweichen kann. Also das ist halt schon relativ konsistent bei Soren, dass er ausweicht. Vor allem, wenn er halt neben Ike steht oder auf einem Ausweichteil wie einem Busch oder so, dann sollte er eigentlich relativ gut ausweichen können. Aya hat nicht das Glück. Also von daher macht es so dann, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Aber gut, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!